So viel zum Kampf mit der Maske. Schön, dass ihr da seid. Zu diesem Gottesdienst, wo wir wieder im Philipperbrief sind und schon reingenommen wurden von Rainer Wiegel, der sich spontan gezeigt hat. Denn normalerweise ist es bei uns so, dass so 6 Wochen vor einem Gottesdienst in der Regel schon feststeht, welches Thema da kommt. Wir besprechen das schon miteinander vor und so. Das hat alles seinen guten Sinn und Plan. Aber dieses Thema hat sich erst vor 14 Tagen gefunden, weil ich merkte, wir müssen da nochmal eine Spur tiefer ziehen. Und da zu diesem Thema heute, Freude über Freude, hat mich ein altes Kirchenlied inspiriert, aus dem 17. Jahrhundert mit dem schönen Titel, passend zu unserer Predigtreihe, zum Philipperbrief, Freut euch, ihr Christen alle. So heißt dieses Lied und dann heißt es da in der ersten Strophe am Schluss, Freude, Freude über Freude, Christus währet allem Leide. Wonne, Wonne über Wonne, Christus ist die Gnadensonne. Ja, das Lied hat mich inspiriert zu diesem Thema Freude über Freude, weil wir eben so eine Gnadensonne haben. Schönes Wort. Also die Gnade geht uns auf wie eine Sonne und das ist Jesus Christus für uns. Ich glaube, dass das etwas Wesentliches anders macht. Mathematisch gesagt, da potenziert sich die Freude, was ja Freude über Freude auch heißt. Ja, und so sagt Paulus das dann am Anfang des 3. Kapitels im Philipperbrief zu den Seinen. Genau, ihr seht es schon, super. Da heißt es, im Übrigen, meine Brüder und Schwestern, freut euch mit der Freude, die vom Herrn kommt. Ich schreibe euch immer wieder dasselbe, aber mir ist das keine Last. Und euch macht es noch sicherer. Liebe Gemeinde, ist das so? Werden wir an der Freude erkannt? Ist das diese Freude, die vom Herrn kommt? Oder müssen wir uns wie die Philipper durch Paulus immer wieder an Freude erinnern lassen? Eine kleine Geschichte dazu. Eine gläubige Frau erkrankt ernsthaft. Sie ist schon in der zweiten Lebenshälfte angekommen und bekommt Angst. Sie müsse jetzt sterben. Sie betet, lieber Gott, lass mich noch nicht sterben. Und Gott antwortet ihr, du mach dir keine Sorgen. Ich leg dir noch mal 30 Jahre drauf. Als die Frau das hört, denkt sie sich, 30 Jahre? Wow, da muss ich ja noch mal richtig durchstarten, noch mal was machen aus meinem Typ. Und so geht sie gleich am nächsten Tag in den Schönheitssalon und bestellt so das volle Programm. Also liften, neue Fett absaugen, neue Frisur, neue Haarfarbe, alles darf neu werden. Ein paar Tage später kommt sie so rund erneuert aus dem Friseursalon, überquert die Straße und wird prompt von einem LKW überfahren. Und dann steht sie vor Gott und sagt, was sollte das denn jetzt? Du hast doch gesagt, ich habe noch mal 30 Jahre. Und Gott sagt zu ihr, tut mir sehr leid, aber ich habe dich nicht erkannt. Es ist schon manchmal ein Wunder, was so Schönheitsindustrie machen kann, aus Frauen wie Männern. Aber mal ernst, woran sind wir eigentlich als Christen erkennbar, hier so in der Friedenskirche miteinander? Woran sind wir erkennbar? Paulus schreibt den Christen in Philippi 16 Mal hier in diesem Brief ins Stammbuch, dass zum Christsein Freude gehört. Und schon im Alten Testament lesen wir das beim Propheten Nehemia. Der schreibt, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Aber ist das so? In so bedrückenden Zeiten wie im Moment, dass die Freude am Herrn wirklich unsere Stärke ist? Woran werden denn Christen so im Allgemeinen erkannt? Wofür sind sie bekannt? Dafür, dass sie gerne lachen? Also für Heiterkeit? Ist Heiterkeit überhaupt eine christliche Tugend? Es kann einen schon überraschen, wie oft die Bibel zu Freude aufruft. Als sei das so eine Grundstimmung der Christen. Vielleicht kennt ihr aber auch das. Es gibt so christliche Kreise, ich habe sie auch schon kennengelernt, wo man durch lautes Lachen
leicht mal verdächtig wird. Oder in einer meiner vorigen Gemeinden hatte ich so eine ältere Schwester, die ist nun schon bei ihm angekommen und ich pfeife gerne mal so vor mich hin. Und dann lief ich mal wieder pfeifend durchs Gebäude und kriegte so einen bösen Spruch ab. Und das machte sie durchaus öfter. So der frühe Vogel fängt den Spatz. Nee, oder irgendwie, also es war so ein Spruch. Woran liegt das, dass wir manchmal mit dieser Freude so schlecht umgehen können? Warum haftet manchen Christen eher so das Image an, eben würdig zu sein und ernst und kontrolliert? Manche Christen bekommen auch echte Bedenken, wenn sie Gottesdienste erleben, wo mal laut geklatscht und gelacht und Leidenschaft ausgelebt wird. Auf sie wirkt das irgendwie oberflächlich. Das ist doch nur Gefühlsduselei, sagen sie. Ihnen fehlt dabei so die gewisse Ehrfurcht. Ausgelassene Freude macht auf uns ja leicht so mal den Eindruck von etwas Kindlichem. Und wahrscheinlich war das auch einer der Gründe, warum Jesus uns mal ins Stammbuch geschrieben hat, werdet wie die Kinder. Wenn wir als Erwachsene denken, wir sollten uns einfach nicht so gehen lassen, dann habe ich oft so den Eindruck, mit dieser Ernsthaftigkeit versuchen wir eine Erwachsenenrolle zu spielen, versuchen einer Idee des Erwachsenseins zu entsprechen. Mir wird das immer wieder deutlich, wenn ich mir so alte Fotos aus dem 19., 20. Jahrhundert anschaue. Ich habe uns mal eins mitgebracht. Die Erwachsenen tragen hier ihre Erwachsenenrolle so wie so eine Uniform, kleiden sich entsprechend, schauen ernst und nehmen so eine gewisse Haltung ein und die Kinder machen es ihnen schon nach. Alles macht den Eindruck einer Inszenierung und es ist auch eine. Aber nicht nur für den Fotografen, sondern ich glaube sogar vor sich selbst und der sozialen Umgebung. Ich glaube, dass unser Menschheitsbewusstsein damals, vor 200 Jahren, wirklich noch eher auf so einer kindlichen Stufe stand und man deshalb sich erwachsenes Bewusstsein nur so vorstellte, dass man eben da so eine Rolle spielen muss. Wie befreiend kann das dagegen sein, mal ausgelassene Freude zu erleben? Ich weiß nicht, wer von euch hier am zweiten Advent im Gottesdienst war und den mitverfolgt hat, vielleicht auch online. Da gab es einen Ausschnitt aus einem Gottesdienst aus Afrika, ein Video über die Vorfreude in so einem Gottesdienst vor dem Abendmahl. Und es war für uns eher unnormal, so diese Lautstärke und gesungen und getanzt und geklatscht wurde da, also so richtig gefeiert. Und ich habe unsere Technik gebeten, doch zumindest noch mal so eine kurze Sequenz dazu für uns einzuleiten. Vielleicht kriegen wir das noch mal hin. Bitte schön. Dankeschön. Das wäre mal was, oder? Unser Gottesdienst. Mir ist das hängen geblieben, dieses Video, weil ich glaube, dass wir auch was daraus lernen können. Wieso legt Paulus so viel Wert auf die Freude? Ich glaube, weil Freude eine ganz starke Seite am Wesen Gottes ist. Freude ist eine ganz starke Seite am Wesen Gottes. Sie gehört bleibend zu ihm und das für immer. Dieser Blick in den afrikanischen Gottesdienst hat mir das wieder so verdeutlicht, dass diese Freude so eine starke Seite am Wesen Gottes ist. Klar, es gibt noch andere Seiten, die kennen wir auch, seinen Schmerz, seine Traurigkeit, seinen Zorn, aber die werden alle irgendwann zu ihrem Ende kommen. Dann, wenn er diese Welt vollendet. Seine Freude aber, die gehört bleibend zu ihm. Sie beschreibt zutiefst seinen Charakter. In Galater 5, 22 heißt es darum so schön, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit,
Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Sind das nur christliche Tugenden? Ich glaube, nein. Ich glaube, dass hier ein Charakter beschrieben wird, nämlich der Charakter Gottes. Und den legt Gottes Geist so in unser Leben hinein. Und dazu gehört eben auch Freude. Als mir das klar wurde, dachte ich so, wenn ich so einen fröhlichen Gottesdienst hier sehe und wieder mit euch miterlebe, dann glaube ich, dass diese Menschen, diese Christen, was Besonderes von Gott verstanden haben. Dass der Heilige Geist in ihnen ihr Werk vielleicht ein bisschen gründlicher getan hat. Oder uns manchmal so unsere teutonische Hüftstarre im Weg steht. Das kommt dazu. Dagegen finde ich es bemerkenswert, dass freudloser Glaube in unseren christlichen Kreisen, so in Europa, irgendwie am meisten akzeptiert ist. Dagegen, wenn einer mal unbeherrscht ist oder untreu oder unfreundlich, das wird sofort als Defizit benannt. Aber freudloser Glaube, damit haben viele kein Problem. Ihr Lieben, wir haben diese Predigtreihe mit Freude überschrieben. Und das deshalb, weil Freude eben untrennbar zu Gott gehört. Sie ist sozusagen sein Eigentum. Freude ist Gottes Hoheitsgebiet. Der Schriftsteller C.S. Lewis hat mal ein schönes Buch geschrieben mit dem herausfordernden Titel Dienstanweisungen an einen Unterteufel. Und da sagt der eine Unterteufel zu dem anderen, also wir werfen hier einen Blick in die tiefe Seite des Gegenspielers, da sagt dieser eine Teufel zum anderen, vergiss nie, dass wir uns gewissermaßen auf Feindesland befinden, wenn wir es mit irgendeiner Freude zu tun haben. Ich weiß, dass wir mit Freuden und Vergnügungen eine Menge Seelen gewonnen haben. Aber letztlich ist es seine, Gottes Erfindung, nicht unsere. Er hat alle Freude geschaffen. Allen unseren Bemühungen ist es bis jetzt noch nicht gelungen, auch nur eine einzige zu produzieren. Wir können die Menschen nur dazu ermutigen, die Freuden auszuleben, die unser Feind, also Gott, geschaffen hat. Aber zu Zeiten oder in Formen oder in Ausmaßen, die er verboten hat. Die Formel lautet, wecke in ihnen ein immer größeres Verlangen für eine immer kleiner werdende Freude. Zitat Ende, C.S. Lewis. Und ich glaube, damit bringt der Autor was ganz Wichtiges, eine Wahrheit, treffsicher auf den Punkt. Nämlich, der Teufel kann Freude nur missbrauchen. Er hat noch keine einzige erfunden. Unter seiner Anleitung wird das Geschenk der Freude immer nur weniger. Oder es wird verkehrt, zu einem ungesunden Verlangen oder zu einer Sucht. Freude ist Eigentum Gottes. Und sie hat einen festen Platz in seinem Herzen. Und sein Wunsch ist, dass sie auch einen festen Platz in deinem und meinem Herzen hat. Diese Freude. Nun weiß ich aber auch, dass so der Aufruf zur allgemeinen Heiterkeit manche überfordert. Kann man Freude überhaupt einfordern? Paulus tut das ja hier. Aber einige kriegen ja schon Schwierigkeiten, wenn sie vor einer Fotokamera stehen, wie damals. Das notwendige Lächeln irgendwie hinzukriegen. Wie schwer fällt es erst, wenn wir schmerzhafte Erfahrungen hinter uns haben, wenn Vergangenes in uns nicht zur Ruhe kommt oder das, was bevorsteht, uns unruhig macht. Wenn wir, wie Christoph Petersen das vor 2 Wochen in seiner Predigt hier so schön beschrieben hat, uns immer wieder drehen um das Problem und um uns und das Problem und da nicht rauskommen. Wo bleibt die Freude, wenn uns der Alltag eben müde macht, mitten in einer Pandemie und wir vielleicht abgearbeitet sind an mancher Stelle. Wenn wir uns wieder mal geärgert haben, uns andere kritisiert haben oder uns zugesetzt haben, vielleicht angefeindet oder da einer ist, der immer noch nicht Versöhnung und Vergebung leben kann.
Ihr Lieben, es geht hier nicht um Appelle und Aufforderungen. Aber wichtig ist, dass wir in unseren trüben Gedanken und unseren angstvollen Sorgen uns nicht häuslich einrichten. Wenn wir zu Gott gehören, dann ist und bleibt Freude das Ziel unseres Lebens, denn wir gehören zu ihm. Darum möchte ich mit euch jetzt noch so ein paar Zugänge zur Freude anschauen. Und der erste Zugang greift unser Thema nochmal anders auf. Freude über Freude kann man ja verstehen als Freude, die sich potenziert, habe ich schon gesagt. Also immer mehr Freude. Aber es kann auch so um die Freude gehen, die jemand anderes über mich hat, nämlich Gott. Also dann ist es die Freude über Gottes Freude an dir und mir. Zwei Freudenbotschaften haben wir schon gelesen, die uns da darauf hinweisen. Die erste habe ich uns eben schon genannt. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke, hat Nehemia geschrieben. Und im Philipperbrief, Kapitel 4, Vers 4, lesen wir: Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Und noch einmal sage ich, freut euch. Bemerkenswerte Sätze. Als wollte Paulus den Philippern sagen, ihr könnt gar nicht glücklich genug sein. Freut euch und hört nicht wieder auf damit. Hier ist nicht nur von guter Laune die Rede, also von den lustigen Christen in Philippi. Paulus schreibt hier über eine Fähigkeit dieser Freude, die geübt werden will. Von einem Soziologen namens Bergner habe ich gelesen, der sieht in Freude ein Zeichen von Transzendenz und meint damit, dass Freude die Fähigkeit beschreibt, die eigene Wirklichkeit zu überschreiten und zu relativieren, weil sie uns eine andere Perspektive einnehmen lässt. Von welcher anderen Perspektive sollten wir unsere Wirklichkeit denn sehen? Da muss ich nochmal Dietrich Bonhoeffer zitieren, wie eben schon mal, aber mit einem anderen Satz. Er hat gesagt, der Ursprung aller wahren Freude ist Gottes Freude an uns. Der Ursprung aller wahren Freude ist Gottes Freude an uns. Ihr Lieben, das ist die neue Perspektive. Diese Wirklichkeit, die stärker ist als das, was wir oftmals für unsere Wirklichkeit halten. Nehemia sagt das ja zum Volk Gottes, dass die Freude am Herrn ihre Stärke ist. Und er wollte ihnen helfen, über ihre Situation hinaus zu blicken und nicht stehen zu bleiben bei ihrer Wirklichkeit. Denn der Hintergrund dieses Satzes ist gesprochen vor einem Hintergrund, wo die Israeliten sehr enttäuscht waren von der Situation und gar nicht mehr wussten, wo sie mit ihrem eigenen Versagen hin sollten. Und er sagt, bleibt nicht stehen in deinen traurigen Gedanken. Bleibt nicht stehen bei eurer mutlosen Stimmung. Seht doch, Gott freut sich an euch. Er hat nicht aufgegeben, bei euch zu sein, mit euch zu gehen. Und genau das möchte ich dir heute Morgen sagen. Schau mal über deine schweren Gedanken und deine Enttäuschungen hinaus. Sieh doch mal deinen Gott an, den nichts und niemand davon abhalten kann, dich zu lieben. An Gottes Freude, Freude zu haben, das heißt es, Freude über Freude zu erfahren. Sieh doch nur, Gott hat Freude an dir und es bereitet ihm Freude, dich zu segnen und dass du ein Segen wirst für andere. Schau doch mal über deine Zweifel und Fragen gerade mal hinweg auf deinen Gott, der ganz große Stücke von dir hält. Und ich glaube, deine Freude wird wachsen, wenn du dir diese Freude Gottes, die er an dir hat, bewusst machst. Und ganz nebenbei, Gott sieht dich so gerne lachen. Der Kirchenvater Augustin, 430 gestorben nach Christus, hat einen wunderschönen Satz formuliert, den habe ich uns mitgebracht. Die Seele nährt sich von dem, woran sie sich freut.
Die Seele nährt sich von dem, woran sie sich freut. Dieser Satz beschreibt eine schlichte, aber eine große Wahrheit. Es geht um die Frage, woran hast du Freude? Und es geht nicht ausschließlich jetzt um eine fromme Freude. Gott ist nicht nur unser Erlöser, sondern ist auch unser Schöpfer. Als Geschöpf Gottes zu leben heißt, wir können nicht nur von Bibelstellen leben, auch wenn die wichtig sind. Du und ich, wir tragen auch ein ganz tiefes Bedürfnis in uns, nämlich Schönes in unserem Leben aufzunehmen. Und Freude über die Möglichkeiten des Lebens wirklich auch live zu erfahren. Deine Seele lebt von dem, was dir Freude macht. Also wir sind Geschöpfe und die Erde ist dabei genau der passende Ort für uns. Aber es gibt leider Menschen, die machen manchmal nichts anderes als zu arbeiten. Sich zweckfrei mit irgendwas zu beschäftigen, dafür ist ihnen die Zeit zu schade. Oder die Arbeit lässt gar keine Zeit dafür. Diese Menschen werden leider meistens immer bedürfnisloser. Hobbys, Spaziergänge, mal ein gutes Buch, eine Freundin anrufen. Ja, irgendwie geht es ja auch ohne. Allerdings werden solche Menschen nicht nur immer bedürfnisloser, sondern auch ideenloser, gefühls- und freudloser. Angenommen, ein Christ, der so gelebt hat, steht mal vor Gott. Dann wird ihn Gott fragen, okay, du hast viel gearbeitet und hast mir auch viel gedient, aber hast du auch gelebt? Gab es da schöne Dinge in deinem Leben? Dinge, die dein Leben wirklich belebt haben? Bist du gut mit dir selber umgegangen? Und hast du dir regelmäßig auch mal was Gutes gegönnt? Das wird Gott uns fragen, eventuell. Ich lasse das mal so stehen. Deine Seele nährt sich von dem, woran sie sich freut, woran du dich freust. Also spar dir nicht die kleinen Freuden auf dem Lebensweg. Ich glaube, sie stärken dich. Gönn dir tiefen Schlaf, genieß die Natur, mach lange Spaziergänge, vielleicht nicht gerade, wenn es so sehr stürmt wie heute. Gönn dir aber gute Bücher, gute Filme oder Serien, mal ein schönes Essen, mal ein freundschaftliches Gespräch mit jemandem, der dir wichtig ist. Das alles gibt dir neue Spannkraft und lässt deine Seele durchatmen. Und es gibt noch mehr Freude zu entdecken. Jesus bringt uns auf diesen Weg im Johannesevangelium, Kapitel 15, ab Vers 9. Da sagt er, wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird. Jesus spricht hier von einem Weg zur vollkommenen Freude. Und er selber ist diesen Weg gegangen. Und er möchte, dass seine Jünger hineinfinden in diese vollkommene Freude. Und dieser Weg, ihr Lieben, der ist an Liebe geknüpft. Das ist Freude über Freude. Da potenziert sich Freude, denn Freude findet, wer Freude macht. Freude findet, wer Freude macht. Also der Blick auf unser eigenes Leben kann uns ja sehr einengen. Und die Frage nach dem eigenen Befinden, die kann uns schnell auch mal mutlos werden lassen. Ja, also wir fühlen uns dann regelmäßig den Puls und merken, naja, so gut wie er sein sollte, ist er nicht. Nicht so schön. Wie sollen wir anderen Liebe zeigen, wenn wir uns selbst so bedürftig fühlen? Jesus sagt, wie mich der Vater geliebt hat. Er hat die Liebe und die Freude seines Vaters aufgenommen
Und vollkommen wurde seine Freude, weil er sich fragte, was andere brauchen und sich von dieser Liebe leiten ließ. Treten wir doch mal heraus aus unseren Fragen und Zweifeln und geben anderen etwas von uns. Mal ein ermutigendes Wort, so eine kleine Aufmerksamkeit dort, vielleicht sogar mal ein kleines Geldgeschenk, wenn es gerade jemand braucht, oder ein aufrichtiges Gebet für den anderen. Bleibt in meiner Liebe, damit eure Freude vollkommen werde. Freude am Herrn, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und freut euch, und wiederum sage ich, freut euch. Also, was wird uns in 2020, woran werden wir 2022, woran werden wir erkennbar sein? Was wird uns auszeichnen? Gut, den Januar haben wir schon fast hinter uns, aber 90% liegt noch vor uns. Was wird in diesem Jahr zu den Stärken der Friedenskirche gehören? Was wird zu deinen Stärken gehören? Also die Freude gehört auf jeden Fall dazu. Denn so wie sie zu Gott gehört, gehört sie auch zu dir. Und ich wünsche dir ein Jahr voller Freude. Und ich sehe einen Grund dafür, nämlich Gottes Freude an dir. Amen.